Wieso steigt die Zahl der Asylsuchenden derzeit? Einerseits gibt es weiterhin zahlreiche Konfliktherde weltweit. Die Situation in Syrien ist nicht befriedet und aus Afghanistan sind ja vor einem Jahr die amerikanischen Truppen abgezogen. Der Covid-bedingte Rückstau an globalen Migrationsbewegungen wird jetzt abgebaut und nicht zuletzt führen Teuerung, Inflation und Getreideknappheit zu mehr wirtschaftlicher Not im globalen Süden. Wieso verlassen derzeit Menschen Indien oder Tunesien? Ich vermute, dass viele dieser Menschen eigentlich in westeuropäische Länder wie Spanien oder Frankreich reisen wollen, wo sie als billige und oft auch illegal beschäftigte Arbeitskräfte zum Einsatz kommen, zum Beispiel in der Erntehilfe. Sie dürfen ja visafrei nach Serbien reisen und von dort führt sie der weitere Weg über Österreich, wobei die meisten von ihnen Österreich als Transitland betrachten, bis sie eben von der österreichischen Grenzpolizei aufgegriffen werden. Dann haben sie im Grunde keine andere Option, als einen Asylantrag zu stellen, weil sie ansonsten sofort abgeschoben werden. Der Innenminister will Kampagnen in den Herkunftsländern starten. Sind diese sinnvoll? Die bisherige empirische Evidenz zeigt leider, dass solche Kampagnen kaum wirkungsvoll sind, weil ja die darunterliegenden Fluchtursachen dadurch nicht weggehen. Den Menschen vor Ort ist auch ohne solche Kampagnen sehr wohl bewusst, wie gefährlich eine Flucht nach Europa ist und sie machen sich trotzdem auf den Weg. Was muss getan werden, um Schlepperei zu unterbinden? Es braucht legale Alternativen, damit Menschen gar nicht erst auf die teure und sehr gefährliche Hilfe von Schleppern zurückgreifen müssen. Die bisherigen Instrumente, auf die man gesetzt hat, nämlich erhöhter Mauerbau, erhöhter Grenzschutz, führen im Grunde nur dazu, dass Menschen auf immer gefährlichere Routen und Instrumente ausweichen, um nach Europa zu gelangen. Welche Lösungen für regulierte Migration könnte es geben? Im Bereich der Flucht sind ein ganz wichtiges Programm die Resettlement-Programme, die leider im aktuellen Regierungsübereinkommen nicht mehr vorgesehen sind. Ich plädiere außerdem dafür, einen Spurwechsel zwischen unterschiedlichen Einwanderungskategorien anzudenken, wie er jetzt zum Beispiel in Deutschland möglich wird. Und auch das Instrument der zirkulären Migration scheint mir sehr vielversprechend. Ein Spurwechsel würde mehr Flexibilität ermöglichen. Zum Beispiel jemand, der über die humanitäre Schiene einwandern will, kann bei Bedarf, zum Beispiel in Mangelberufen, auch als Arbeitsmigrant eingesetzt werden. Da gibt es bereits zahlreiche Pilotprojekte in anderen Ländern. Und ich glaube, auf diese Erfahrungen kann man sehr gut zurückgreifen. Mit Blick auf den demografischen Wandel, nicht nur in Österreich, sondern in vielen europäischen Ländern, ist es eigentlich höchst an der Zeit, einen ganzheitlichen und dadurch auch einen verschränkten Zugang zu Migration und Flucht zu wählen. Der Innenminister will Asylverfahren in Drittstaaten auslagern. Ist das sinnvoll? Ich sehe das Instrument der Auslagerung oder der Externalisierung, wie wir es auch nennen, sehr kritisch. Einerseits stellt sich die Frage, ob das überhaupt jemals mit menschenrechtlichen Standards vereinbar sein wird. Solche Pläne gibt es nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Dänemark schon länger. Umgesetzt wurden sie bisher nicht. Und wir sollten nicht vergessen, im Grunde setzt Europa schon auf eine Art Auslagerung leid seit dem Jahr 2016, nämlich durch das EU-Türkei-Abkommen. Und da zeigen die aktuellen Zahlen ja ganz deutlich, dass das bisher nicht zu einem nachhaltigen Rückgang der Asylantragszahlen geführt hat.